Willkommen zur zweiten Folge von Game of Thrones Trash Talk hier bei der GUB-Zeitung. Wir haben es endlich überstanden. Die zwei langweiligen Einführungsfolgen sind jetzt vorbei und jetzt können wir vorausblicken auf die dritte Folge, wenn es endlich losgeht mit dem Gemetzel. Diese Woche habe ich mir fachkundige Unterstützung aus der Redaktion gesucht und auch gefunden. Nämlich, die zwei sind mir wirklich überlegen, was den Inhalt anbelangt von dieser Serie. Einerseits haben wir hier Mascha Diethelm an meiner Seite. Sie hat alle Bücher gelesen, sie weiss wirklich alles. Nicht wie letzte Woche mit dem Andreas, sondern sie weiss es wirklich. Und zu meiner Rechten ist der aktuelle Redakteur Markus Kohler. Er hat alle Folgen geschaut, bis jetzt in einem Schnurz sozusagen. Er ist also voll auf dem Level, im Gegensatz zu mir. Ich finde, am überraschendsten, was ich am wenigsten damit gerechnet habe, war, wie Sansa den Theon umarmt hat und herzlich wieder aufgenommen hat in der Familie Stark. Also für mich war eindeutig Arya und der Gendry, der Hufschmied, der wichtigste Moment, weil wer hat damit gerechnet, dass die beiden Sex haben? Ja, wenn du sagst, morgen geht die Welt unter, dann willst du doch das mal als Jungfrau vielleicht sagen, hey. Ja, aber Arya ist die Kriegerin, die hat nicht irgendwelche Emotionen oder sonst irgendwas. Ja, aber es ist Game of Thrones, da geht es um Sex und Gewalt. Und Gewalt kennt sie schon, jetzt muss sie noch Sex kennen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht wirklich so einen What the fuck Moment gehabt, weil es haben ja die grossen Enthüllungen in dem Sinn gefehlt. Aber ich bin doch ein bisschen enttäuscht gewesen, dass die tolle Daenerys relativ schnell bereit war, wieder an ihren Thron zu denken oder in den letzten Sekunden der Folge. Und gar nicht, dass ihre grosse Liebe wird verloren gehen wahrscheinlich. Also mir geht auch Dany total auf den Nerv. Also diese, also so Bitch und einfach nur rumgezicke. Also das nervt mich einfach kolossal. Ganz klar hat es für mich den Joker-Moment gegeben. Und zwar ganz am Schluss, wo Daenerys, wie du gesagt hast, ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Nämlich, er eröffnet ihr quasi, sie ist seine Tante, oder? Tante? Ja. Und sie hat nichts anderes im Sinn. Eigentlich geht ihre grosse Liebe Bach ab und hat sich als Inzest geäussert. Und sie findet, oh nein, du bist ja der rechtmäßige Erbe auf dem Thron. Und ist gerade so ein bisschen betupft und denkt eben, genau, nur am Thron. Bitch. So ist das. Dort hätte ich das heisst auch Game of Thrones. Ja. ich meinte Game of Bitches. Dort hätte ich rein und sagen, hey Maite, los. Einfach mal cool bleiben. Entweder du willst die grosse Retterin der Welt sein oder du willst einfach auf den Thron, wie jeden anderen. Ich habe keinen Joker-Moment. So schlimm, dass das jetzt tönt. Aber das war für mich wirklich so eine Folge von Wiedervereinigungen und Rührseligkeit. Und eigentlich haben wir es alle mehr oder weniger unter dem Mantel so gut miteinander. Darum, nein, ich kann nie eingreifen. Es ist wirklich ein Weekly Soap geworden. Ja. Also, es ist ganz furchtbar. Nein, ganz furchtbar ist das nicht. Es ist furchtbar. Nein, ich finde so. Es ist wirklich, es fehlen noch Geige im Hintergrund. Ja, Glitzer, wo schneit. Lalala. Endlich mal ein bisschen Love Stories und Brienne hin und her. Ja, wir sind aber Game of Thrones. Hin und her gerissen. Ja, das ist echt die schönste Liebesgeschichte. Das ist doch lustig. I love it. Ja, gut. Herzlich. Danke. Tormund, grosser, guter Mann. Voll. Ja, yes. Voll. Sage ich ja gerade wieso. Also erstens einfach eine wahnsinnig coole Figur, sich selber immer treu. Und wie er um die Lady, inzwischen Sir Brienne, tut werben, finde ich unheimlich herzig. Und grossartig, nachher noch seine Trinkszene. Ja, einfach grossartig. Was für ein Mann. Und ich finde wirklich da ja die Brienne ein bisschen die Wahl hat, so wie sich das so entwickelt, finde ich eindeutig Tormund, ja, definitiv. Also für mich ist die Überraschung eigentlich der Gendry, wie der so unverhofft plötzlich zu Sex kommt. Also ich bin auch vor dem Fernseher gesessen und ich muss gestehen, ich habe mich, das war so ein bisschen auch ein gewunderiger Moment für mich in der Folge. Mein Moment noch ist Mormont Maitli. Ich weiß nicht, was sie für einen Namen hat, die kleine Mormont-Chefin hier. Yeah. Und sie ist so herzig, wie sie der Jonah, ihren Onkel, ihren Cousin. Der Jonah Mormont ist ihren Cousin. Der hat sie schnell, als er sie wollte, schöne Krypta schicken, gefunden, ging dann zu den Alten und den Kind. Hat sie gefunden, weißt du was, Bürstli, ich gehe aufs Schlachtfeld. Das war richtig cool gewesen.
der Theon. Ich glaube, der wird die nächste Folge nicht überleben. Weil er sich ja jetzt hat er schön alle mit allen versöhnt. Mhm. Mit der Sansa, mit den Starks, er ist wieder der Brüder, wieder im Kreis der Familie. Und jetzt opfert er sich dann als Märtyrer, hat er sich ja als Leibwächter für den Bran hat er sich ja in Position gebracht. Also, und jetzt wird er den Heldentod wieder sterben. Ich habe Sansa, weil sie hat für mich irgendwie, ich fand sie letztes Mal total bitchig und nervig und diesmal hat sie irgendwie diese Größe gezeigt und die macht so eine kleine Wandlung durch und das, sie ist mir sympathischer geworden und ich könnte mir sie gut als Königin vorstellen. Apropos Wandlung ist ja der Mann prädestiniert. Er ist halt, er verhält sich auch königlich, er hat nicht nur die Wandlung durchgemacht, er ist jetzt bei den Starks finde ich, sehr souverän auftreten, sehr reumütig. Auch mit allen den Frieden gemacht, mit dem Bran. Und ja, und hat jetzt sogar noch Brienne so zum Ritter geschlagen. Es ist so, er verhält sich so königlich. Ich habe also wirklich mit Betonung auf jetzt die zwei Folgen, der Jon, respektive unsere neueste Targaryen. Und zwar halt eben aufgrund von dem. Also er ist ja schließlich der absolut rechtmäßigste Thronfolger. Ich hoffe einfach, dass er jetzt es schafft, er wollte das auch nie. Wollen. Er wollte ja nie wollen König werden. Er wollte einfach Held sein und Menschen retten und seine Sachen gut machen. Aber ich hoffe, dass er das dass er vielleicht ein bisschen Ehrgeiz entwickelt. Auch seine Tante hier wirklich so aus dem... Ja, die muss weg. Ja, die muss weg. Die muss weg und dann wird er das gut machen.